Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung. Heute bei unserem 9. Termin wird es multimedial sozusagen. Wir befassen uns mit dem Thema Online-Video, Social-Media-Video, Livestreaming. Es ist ein Format, Bewegtbild, das in der, wenn Sie sich an den Beginn der Vorlesung, an die historische Entwicklung des Internets zurückerinnern, das ist sicherlich ein Format, das relativ spät Breitenwirkung oder größere Bedeutung erlangte, was in erster Linie mit den hohen, zum einen Bandbreitenanforderungen zu tun hat und zum anderen auch mit der Leistungsfähigkeit der Endgeräte. In der frühen Phase des Internet und auch noch in der frühen Phase von Social Media verlangte Videostreaming nach relativ hohen Datenraten. Sie haben das sicherlich auch selber mitverfolgt in den letzten 20 Jahren, so eigentlich 30 Jahren, wenn man die Fixed Line Provider dazu nimmt, also die Internetanbieter und später die mobilen Anbieter, da wurden die Datenkontingente pro Monat immer größer, bis hin zu den unlimitierten Verträgen und mit der Weiterentwicklung der Internetinfrastruktur beziehungsweise auch mit schnelleren Mobilübertragungssystemen von 3G über 4G bis zu 5G beziehungsweise LTE wurde es in den letzten Jahren auch recht problemlos möglich, hochauflösende bis hin zu 4K-Videos in Echtzeit zu übertragen, sowohl an stationäre als auch an mobile Endgeräte. Video im digitalen Bereich ist nichts Neues per se. Digitale Videoformate gibt es schon wesentlich länger als Streaming-Video. Aufgrund der angesprochenen Datenmengenproblematik wurden digitale Videoformate vergleichsweise lang auf Datenträgern vertrieben. CDs, aber vor allem DVDs und später dann auch Blu-rays. Wenn Sie sich überlegen, wie groß ein Video ist, hängt selbstverständlich von der gewählten Auflösung, von der Länge des Materials und auch von der Qualität des Codecs, also wie stark das Material komprimiert wird, ab. In der großen Ära des File-Sharing, Napster, glaube ich, startete, in welchem Jahr, da muss ich in meinen Schummelzettel reinschauen, es war noch vor 2000, ich glaube es war 99, Napster war eines der ersten Systeme zum, ja, illegalen, unter Anführungszeichen, Teilen von Musik. Das hatte sich ein Student ausgedacht, der in einem amerikanischen Wohnheim untergebracht war und der es sehr lästig fand, wenn er mit seinen Kolleginnen und Kollegen eben Songs austauschte, MP3s konkret, immer mit dem USB-Stick zu deren Zimmer gehen zu müssen. Die Songs über Internet oder über E-Mail zu schicken, war allerdings ausgesprochen langsam, vor allem wenn es sich zum Beispiel nicht um einen einzelnen Song, sondern um ein Album handelte. Und ja, dafür programmierte er Napster. Der Witz an Napster bestand sozusagen daran, dass es sich um einen Software-Client handelte, den man auf dem eigenen PC installierte und der die eigene Musiksammlung, also die Songs, die man eben dort als MP3s in seinen Foldern liegen hatte, für andere Napster-User freigab. Der Vorteil bei der Übertragung war, dass Napster, wenn Sie jetzt einen bestimmten Song suchten und runtergeladen haben, nahm der nicht eine Person, die diesen Song hatte, sondern das Netzwerk überprüfte, ob beispielsweise mehrere Personen diesen Song auf ihrer Festplatte liegen hatten und lud dann einzelne Teile desselben Songs von verschiedenen Computern und fügte sie auf ihrer Maschine wieder zusammen. Das führte dazu, dieser technische Trick, bezeichnet als Peer-to-Peer, führte dazu, dass Downloads plötzlich sehr viel schneller möglich wurden. Ein MP3-Song so in typischer Pop-Song-Länge, ich sage mal 3 bis 4 Minuten, hatte damals rund 3 Megabyte zu dieser Zeit, zur großen Blütezeit von Napster, waren noch 128er MP3s recht populär. Später stieg dann die Datenrate auf 192 und mehr. Wie dem auch sei, für ein Album brauchte man rund 60 bis 100 Megabyte. Die Musikindustrie, wie Sie vielleicht auch wissen, beäugte diese Entwicklung ausgesprochen kritisch und brauchte sehr, sehr lange, um dann eigene Distributionskanäle zu etablieren. Spotify ist mittlerweile sehr, sehr populär, natürlich auch Apple, iTunes, Amazon Music und so weiter. Mit diesem Boom des Musikdownloadens begann dann auch relativ schnell der Wunsch, Videos zu tauschen
Und tatsächlich, ich würde mal sagen, in der ersten großen Phase des Video-Downloads sprechen wir in erster Linie von illegalen Downloads, also Downloads von urhebergeschütztem Material. Es gab in der Nachfolge von Napster etliche ähnliche Programme. Während Napster ausschließlich auf das Teilen von MP3-Dateien ausgelegt war, konnten Nachfolgeprogramme, andere Peer-to-Peer-Programme, Morpheus oder Morpheus wäre da ein Beispiel, gab es auch mehrere Protokolle, konnten beliebige Dateien verteilen. So wurde es auch relativ einfach möglich, sehr große Filme, zum Beispiel später dann auch Blu-rays, beziehungsweise auch große Spiele und so weiter, über dieses Peer-to-Peer-System zu verteilen. Das passierte eigentlich schon, bevor Video oder Video-Streaming im Mainstream angekommen war. Da ging es natürlich nicht um Video-Stream, sondern sie luden sich im Wesentlichen das Image der DVD, beziehungsweise die ZIP-Dateien runter, die dann lokal entpackt und abgespielt wurden. So gesehen wurde das Internet, wenn Sie so wollen, als Distributionssystem für Video bereits genutzt, bevor es, ja, wie soll man das nennen, offizielle Videokanäle gab. Zwei Entwicklungen, zum einen die bereits angesprochenen schnelleren Leitungen, die größeren verfügbaren Datenkapazitäten, aber auch bessere Codecs, also Videocodecs, mit denen man Videomaterial in vergleichsweise guter Qualität unterkodieren konnte, waren zwei parallele Entwicklungen, die dann nach und nach zu einer Popularität von Online-Videos führte. Als ich begonnen habe, für diese Vorlesung zu recherchieren, für diese Einheit, habe ich versucht, ein paar Eckdaten zu finden. Ich werde Ihnen einige davon auch erzählen heute. Und eine Sache, die ich mich gefragt habe, war, wann wurde eigentlich das erste Video gestreamt? Also Live-Übertragung, wann gab es die erste Live-Übertragung? Wenn Sie da wenn Sie da mitraten wollen, tippen Sie ruhig in den Chat, wann Sie glauben, wann das passiert ist. Ein kleiner Hinweis, es war beträchtlich früher, als ich gedacht hätte, und es handelte sich um ein Konzert, also ein Live-Konzert, das gestreamt wurde. Ganz interessante Parallele, wir werden später auch noch zur Liste der meistgesehenen Videos aller Zeiten auf YouTube kommen. Das sind inzwischen, das war vor 5 Jahren noch ziemlich anders, das sind mittlerweile durch die Bank Pop-Songs, Pop-Hits, Musik. Wie gesagt, der erste Livestream, ebenfalls ein Konzert. Die Band gibt es mittlerweile nicht mehr, hieß Severe Tire Damage, also ernsthafter Reifenschaden. Und dieser Stream erfolgte tatsächlich bereits im Jahr 1993. Das gilt sozusagen als einer der Meilensteine oder als der Beginn des Livestreamings. Dieses Konzert, ich glaube, für die Infrastruktur sorgte damals IBM, und das war auch nicht nur lokal verfügbar, sondern die entferntesten Zuseher, das Konzert fand in den USA statt, saßen damals bereits in Australien. Bevor allerdings Videostreaming zu einem breiten Medium wurde, sollte es noch eine ganze Weile dauern. Wie gesagt, ein Spezifikum, das bei Video noch dazukommt, Sie haben bei Internetleitungen ja immer die Upload- und die Download-Kapazität, und normalerweise ist die Download-Kapazität wesentlich höher. In der normalen Internetnutzung konsumieren Sie in Normalfall auch mehr Daten, als Sie hochladen. Bei Zoom-Meetings, bei Team-Meetings und natürlich bei Videos und Livestreams sieht das anders aus. Brauchen also auch einen relativ hohen Upstream. Das dauert ja auch eine ganze Weile, bis der dann auf breiter Basis verfügbar war. So, der zweite Meilenstein folgte bereits 2 Jahre später, ebenfalls im vorigen Jahrtausend. 1995 startete Active Movie, ein amerikanischer Anbieter, eine kommerzielle Online-Videothek mit überschaubarem Kundenkreis. Und ja, ich habe es vorher nicht gefunden, hatte ich richtig im Kopf, 1999 startete dann eben Napster. Und interessanterweise, die ersten viral verbreiteten Videos, die wurden tatsächlich über E-Mail verschickt. Ich glaube, das Limit bei Gmail liegt mittlerweile bei 25 Megabyte pro Attachment oder so. Wenn die Attachments größer sind, dann wird das eben automatisch in die Cloud hochgeladen. Das kann der Provider einstellen. Damals hatten die meisten Provider ein Limit für Attachments von irgendwas zwischen einem und 3 Megabyte. Und diese Videos waren also sehr kurz, meistens
tatsächlich im mehr oder weniger Briefmarkenformat und wurden da meistens als Real Movies oder andere frühe Formate, die Videos eben sehr klein komprimieren konnten, an Bekannte verschickt. Bei YouTube, wenn man sich frühe Videos ansieht, sofern die noch online und verfügbar sind, dann sieht man ja die Counter, also man sieht, wie viele Personen dieses Video gesehen haben. Für die frühen E-Mail-Viral-Videos, wenn man das so nennen will, gibt es diese Zahlen natürlich nicht, weil sich das nicht tracken lässt. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass dieses eines der meist verschickten Videos war. Sie kennen die Protagonisten. Wait a minute. What? Aren't you Jewish, Kyle? Yeah, I think so. Dude, Jewish people don't celebrate Christmas. What? You're supposed to sing Hanukkah songs. Dreidel, 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 I made you out. Ich spiele die Videos hier nur kurz an. Ich werde Ihnen dann die kompletten Links zu den Clips verlinken. Die meisten sind auch noch verfügbar und online. Wie Sie sehen, das ist ein Outtake aus einer South Park-Folge. Der komplette Originalclip dauert 5 Minuten. Das ging sich bei den Attachments nicht aus, aber das war einer der ersten populären Clips, wie Sie sich vorstellen können. Natürlich primär rund um die Weihnachtszeit verschickt. Ein anderer früher viraler Videoclip war ein tanzendes Baby, die Animation eines tanzenden Babys. Und dann gab es 1996, das sind so eigentlich die drei meistgenannten frühen Videomeilensteine, ein Video aus einem Videospiel, Arcade Game. Und soweit ich weiß, war das ein japanisches Spiel und das hatte jemand mit nicht gerade exzellenten Grammatikkenntnissen ins Englische übersetzt. Und ich glaube, einer der Endbosse sagte dann, all your base are belong to us. Und daraus wurde ein kurzes Video, warum auch immer, eines der ersten Memes aus einem unfreiwilligen Versprecher. Frühe Internetnutzer bekamen, kann mich lebhaft ganz gut an die drei Videos erinnern, eigentlich fast zur Gänze zumindest eines dieser drei Videos. Also die Verbreitung dürfte auch im vorigen Jahrtausend da schon recht hoch gewesen sein. Im Vergleich zu heute war das trotzdem natürlich ein Nischenthema. Man sieht das auch daran, dass im Jahr 2000, also vor mittlerweile 23 Jahren, nur 3% der Amerikaner Breitband-Internetzugang hatten. Im Büro waren es bereits um einige mehr, aber eben in den privaten Wohnhäusern, Wohnungen nur 3%. Und wenn Sie da eine Parallele zum Fernsehen ziehen, wenn nur 3% Ihrer potenziellen Zuseherschaft überhaupt ihr Programm empfangen kann, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da ein Business Model draus zu machen. Breitbandleitungen wurden aber immer schneller verfügbar und im Jahr 2005 passierte dann der wohl größte Meilenstein in der Geschichte des Online-Videos, und zwar YouTube wurde gegründet, beziehungsweise YouTube ging online im April 2005. YouTube stammt nicht ursprünglich von Google, die haben das später gekauft, sondern von zwei Gründern. Funny Fact, das allererste Video, das auf YouTube hochgeladen wurde, das gibt es interessanterweise immer noch am Kanal von Javed, das einzige Video. Und das ist einer der beiden YouTube-Gründer, das schauen wir uns in voller Länge an, das sollten Sie mal gesehen haben. Es dauert auch nur 19 Sekunden. Alright, so here we are, one of the elephants. And cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks. And that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ein Klassiker, eine Legende, sozusagen eine Gründungslegende von YouTube, einer der beiden Gründer, ist auch ganz bemerkenswert, dass dieses Video eben nach wie vor online ist. Und Sie hier auch mal einen Blick reinwerfen auf die Statistiken. Sie sehen, das wurde, ich mache den Text mal etwas größer, das wurde vor 18 Jahren in San Diego hochgeladen, hat bis heute 268 Millionen Views, vor allem aber 11 Millionen Kommentare.
Eine ganz witzige Sache, manchmal, ich glaube in den letzten Jahren nicht mehr, wenn YouTube neue Features gelauncht hat oder irgendwas verändert hat, dann hat auch einer der Gründer bei diesem Video immer wieder mal einen Kommentar gepostet. Aber da gibt es auch immer wieder mal Beiträge. Sie sehen hier einer von vor 16 Stunden, vor 8 Stunden, vor 4 Stunden. Muss einem auch mal gelingen, dass ein Video 18 Jahre lang kommentiert wird. In dieser Hinsicht wohl relativ einzigartig. YouTube erwischte von seiner Gründungszeit her einen ziemlich guten Zeitraum, sprich Internetleitungen, ausreichend schnelle Internetleitungen wurden auf breiter Basis verfügbar und es begannen auch immer mehr Personen, genau wie der Gründer, eigene kurze Clips hochzuladen und Channels zu starten. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, ich kannte eine Statistik von vor, glaube ich, 12 oder 13 Jahren, die habe ich damals mal recherchiert für einen Vortrag bei einer Online-Videokonferenz, da waren es 400 Minuten Videos, die pro Echtzeitminute auf YouTube hochgeladen wurden. Und zwar ohne genuine neue Videos, neu produzierte Videos, ohne irgendwelche Replays von Fernsehshows oder Dingen, die bereits anderswo ausgestrahlt worden waren. Ich habe jetzt heute vor der Vorlesung nochmal nachgeschaut und da tatsächlich eine aktuelle Quelle gefunden. Derzeit sind das über 10.000 Minuten pro Minute. Also das geht sich nicht aus, sich das anzusehen, aber da, ich glaube, das ist schon ein ganz guter Indikator dafür, welche unglaubliche Menge und Flut von Content man auf YouTube mittlerweile findet. Die Seite hat sich im Lauf der Zeit weiterentwickelt, grafisch, aber auch von den Features her. Ich habe hier ein Video gefunden, das nennt sich Evolution of YouTube 2005 bis 2020. Das sieht man auch ganz gut. So, stellen wir mal das Playback-Speed etwas höher. Am Anfang gab es tatsächlich noch ein Kontaktformular, wo man auch Antworten bekam. Die Seite sieht ja natürlich relativ altmodisch aus, ist ja auch kein Wunder. So sahen Internetseiten vor 18 Jahren aus. Dann gab es im Laufe der Zeit immer wieder mal Design-Updates, neue Darstellung von Videos. Der Herr, der dieses Video erstellt hat, der hat das übrigens mit Internet Wayback Archive oder Internet Wayback Machine gemacht. Das ist ein frei zugängliches Archiv, das Snapshots verschiedener Webseiten speichert, damit man dann eben später nachschauen kann, wie die früher ausgesehen haben, war inzwischen auch schon in einigen Gerichtsverfahren durchaus relevant. Aber Sie sehen schon, am Anfang präsentierte YouTube ähnlich wie eine Newsseite Videos und im Laufe der Zeit, ich springe mal etwas vor, ging das Ganze dann immer mehr in Richtung Channels und auch diese YouTube Economy, wie wir sie heute kennen, entstand dann nach und nach. Es gibt zum einen die breite Masse der Nutzer, die vorwiegend Videos ansehen. Es gibt einen Prozentsatz an Nutzerinnen und Nutzern, die Videos hochladen. Da gibt es einen relativ kleinen Prozentsatz an professionellen Creatern mit großen Kanälen. Bei denen schaltet YouTube Werbeclips. Sie werden an den Einnahmen beteiligt. Finanziell ist das erst ab einer relativ großen Abonnentenzahl von mindestens 100.000 tatsächlich lukrativ. Zusätzlich gibt es, das hat YouTube auch vor 5 oder 6 Jahren eingeführt, die Möglichkeit für Content Creator kostenpflichtige Inhalte auf Abo-Basis anzubieten. Das heißt, die Subscriber eines Channels können da kleine Beträge im Monat bezahlen, normalerweise einstellige Euro-Beträge, und bekommen dafür exklusive Inhalte. Also aus einer, wenn man so will, Videoplattform, die in erster Linie dazu diente, kurze Clips darzustellen, hat sich ein ganzes Video-Ökosystem entwickelt mittlerweile. Und dann im Laufe der Zeit wird YouTube eben immer moderner, unter Anführungszeichen, sieht immer mehr so aus, wie wir es mittlerweile kennen. 18 Jahren dann wird dieses Design garantiert auch wieder altmodisch wirken. YouTube hat sicherlich mit vielen Features, adaptives Streaming für verschiedene Geräte, automatische Erstellung von Untertiteln inklusive automatische Übersetzung, die haben mit diesen technischen Innovationen den Videomarkt sicherlich auch sehr, sehr stark befeuert. In der nächsten Dekade war dann schon ziemlich klar, also wir sind jetzt 2010 bis 2020, dass YouTube ein
groß und relevant bleiben würde auf absehbare Zeit. Bereits 2014 wurden zwei Billiarden Videos, total richtig gesagt, auf YouTube angesehen. Und 2014 waren es auch schon 300 Stunden, die pro Minute hochgeladen wurden. Mittlerweile, wie gesagt, noch deutlich mehr. Obwohl es YouTube jetzt schon 18 Jahre gibt, wächst die Seite immer noch sehr, sehr stark. Wenn man das Ganze von der Seite der meistbesuchten Webseiten her betrachtet, befindet sich YouTube aktuell auf Platz 3. Die meistbesuchte Seite ist wenig überraschend, natürlich auch die Standardeinstellung der meisten Browserinstallationen, Google-Suchseite, und auf Platz 2 liegt immer noch Facebook vor YouTube. Welche Arten von Inhalten konsumieren YouTube-Nutzerinnen? Da gibt es natürlich eine sehr, sehr große Bandbreite, aber wenn man sich die Art von Videos ansieht, die insgesamt am erfolgreichsten ist oder den meisten abgerufen wird, dann handelt es sich in der einen oder anderen Form um Tutorial- bzw. Q&A-Videos, also Anleitungen zu einem bestimmten Thema. Da fällt natürlich sehr viel drunter, das geht vom Kochrezept bis hin zu Schminktutorials, Möbelanleitungen, wie schleift man sein Messer und so weiter. Da gibt es eine so ziemlich für jeden Bereich, wie binde ich mir eine Krawatte, ein sehr, sehr breites Angebot. Unterhaltung spielt eine große Rolle. Auch eine interessante Statistik, es gibt mittlerweile 1,5 Millionen, die Statistik ist auch schon ein Jahr alt, wahrscheinlich noch ein paar mehr, Versionen des Harlem Shuffle auf YouTube. Also wenn sich die alle ansehen wollen, das wird auch ein ganz schönes Stück Arbeit. 5 Milliarden Beauty-Tutorials von inklusive Make-up, Haare, Nägel, alles Mögliche. Und vergleichsweise wenige, nämlich nur 24 Millionen Dance-Clips, also Tanzdarbietungen. Ich glaube, bei TikTok würde sich das Verhältnis da ein wenig anders darstellen. Wie sieht es aus mit den meistgesehenen YouTube-Videos? Wie bereits vorher erwähnt, da hat sich in den letzten Jahren, und ich glaube, das hat natürlich auch stark damit zu tun, dass mittlerweile Labels oder die Musikindustrie YouTube als sehr relevanten Marketingkanal erkannt haben und das entsprechend auch wesentlich stärker bewerben, statt die Songs runternehmen zu lassen. Mittlerweile ist die Liste der meistgesehenen Songs sehr musiklastig, sehr, sehr poplastig. Der erste, meines Wissens, der erste Song oder das erste Video überhaupt, das auf YouTube über 1 Million Views erreichte, war Gangnam Style. Sehr populärer Hit zu dieser Zeit. Und das zweite, zumindest, da widersprechen sich manche Quellen, war Charlie Bit My Finger Once Again. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Charlie bit me. Ganz interessant, kann natürlich auch purer Zufall sein, aber wenn Sie sich überlegen, journalistische Nachrichtenfaktoren oder Nachrichtenwertfaktoren, da geht es immer um Relevanz im Entertainment-Bereich. Wenn wir Emotionen ansprechen, sind natürlich Tiere, Kinder ganz, ganz stark dabei. Wirklich sehr süßer Clip mit den zwei kleinen Jungs hier. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Video oder Gangnam Style vorher 1 Million Views erreicht hatte. Das erste Video auf YouTube, ein Elefant im Zoo, das allererste Bild, der erste Upload auf Instagram, natürlich auch noch bevor Instagram von Facebook bzw. mittlerweile Meta aufgekauft wurde, auch ein Posting des Gründers, ein Foto seines Hundes. Also, Tiere und cute Inhalte haben auch, wenn man es historisch betrachtet,
in den sozialen Medien, im Social Web von Anfang an eine sehr, sehr beträchtliche Rolle gespielt. Justin Bieber war der erste Künstler, Musiker, der auf YouTube über 1 Million Follower hatte. Und dann begann auch schon die Zeit der Influencer. Lonely Girl war eine der ersten, ich glaube, so 2 oder 3 Jahre die populärste YouTuberin. Und ein Meilenstein, mittlerweile gibt es sehr viele Videos, die über 1 Milliarde Views haben oder sogar noch deutlich mehr. Aber eines der ersten Videos auf YouTube, die große Popularität erlangten und die, ich glaube, auch zur größten Popularität 10-mal so viel Views hatte wie das Video auf Platz 2, ist ein Clip, der nennt sich The Evolution of Dance. Und einige dieser Clips kennen Sie vielleicht, ich werde Ihnen dann den Link dazu stellen, der dauert etwas länger. Und da sieht man auf, ich glaube, 6 Minuten eben die Entwicklung verschiedener Tanzstile, sehr schnell dargestellt von professionellen Tänzern, unterlegt mit Musik. Wir können kurz reinschauen. Und das finde ich auch ganz spannend, weil dieses Video hat eben auf YouTube zu sehr großer Popularität geführt und hat in der Hinsicht wohl TikTok ein wenig Vorweg genommen. So, hier haben wir es, wir schauen kurz rein, aber ist wirklich gut gemacht. Kann man sich das Ganze ansehen. YouTube-Werbung extra bestellt zu Demo-Zwecken. So, Ton wieder aufdrehen. I'm singing in the rain. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. Sie sehen das Prinzip, sehr, sehr schnell geschnitten mit diesen Morph-Übergängen, war sicher eine ganze Menge Arbeit, das zu machen. Hat jetzt hier beim Counter 93 Millionen Views, aber das Originalvideo wurde aus welchen Gründen auch immer mal gelöscht zwischendurch und wurde dann wieder hochgeladen. Solche inspirierenden, kurzen Clips, das war fast eine Art neues Genre, sehr professionell gemacht. Früher gab es eher die lustigen Memes und dieses Video würde ich persönlich nicht nur als Vorläufer, als fast prophetischen Vorläufer von TikTok einstufen, sondern auch als einen der ersten oder überhaupt den ersten erfolgreichen Vertreter einer Art von Entertainment-Clips, die ganz spezifisch für soziale Medien, für YouTube, für die Online-Verbreitung produziert wurden. Was unterscheidet Online-Video von klassischem Video, wie wir es kennen, im Fernsehen? Zum einen hängt die Konsumation von Video natürlich immer sehr stark mit dem Nutzungskontext zusammen. Wir sehen bei Social-Media-Videoclips eigentlich sehr klar zwei Genres. Die Clips, die in der Timeline gepostet werden, kurze Beiträge, zeigen sich, und das ist eine erstaunliche Gemeinsamkeit eigentlich über alle Plattformen, zeigt sich relativ deutlich, dass kurze Clips am besten abschneiden. Das hat natürlich auch mit der Art und Weise zu tun, wie soziale Medien entscheiden, ob Inhalte relevant sind. Kurze Erinnerung an unsere Einheit über die Algorithmen. Ich habe Ihnen ja erklärt, dass in der einen oder anderen Form mehr oder weniger alle sozialen Medien ihre Reaktionen auswerten. Das heißt, wenn ich hier ein Posting von Achim habe und da auf Gefällt mir klicke, dann ist das eben ein Indikator, dass mich dieser Beitrag interessiert. Bei Videos kommt noch ein Faktor dazu. Schauen wir mal, wo wir hier ein
kann kaum einmal durch Facebook scrollen, ohne dem Investmentbank zu begegnen. Wenig Videos heute auf Facebook. So, da haben wir eins. Ist eine Anzeige, okay. Schlechtes Beispiel. Bin so selten auf Facebook. Postet dort niemand mehr Videos? Ja, dann gehen wir auf Watch. Da sollten wir ein Video finden. Sobald ich hier auf den Play-Button drücke, das Video dauert jetzt, bis Sie hier unten im Counter sehen, 3 Minuten und 5 Sekunden. Und sobald ich das also abspiele, misst Facebook, wie lange ich dieses Video schaue. Wenn ich da jetzt bis zum Ende dabei bleibe, also das Video bis zum Ende der 3 Minuten schaue, dann ist das ein Indikator, dass mich der Inhalt sehr interessiert. Wenn ich irgendwann aufhöre und rausspringe und zurückgehe und dann was anderes mache, ist das ein Indikator, dass mein Interesse an dem Video wohl nicht so hoch ist. Und das ist ganz pragmatisch betrachtet ein Grund, warum kurze Videos besser abschneiden. Ein großer Teil der Nutzer scrollt durch den Feed, während sie gerade kurz Pause machen, vielleicht an der Haltestelle auf irgendwas warten und sind da auch nicht in der Laune oder im Mindset, lange Videos zu sehen. Die wollen kurze Parts anschauen und egal wie gut ein Video gemacht ist, die Chance, dass jemand abbricht, mitten im Video ist natürlich bei längeren Clips wesentlich höher. Das heißt, die meisten erfolgreichen, viralen Social Media Clips in der Timeline werden so eine Länge von durchschnittlich einer Minute haben. Das weiß man recht genau aus den letzten Jahren und das spiegelt sich natürlich auch wieder in den Kurzformaten, die mittlerweile alle Plattformen anbieten. Auf Instagram spielen die Reels, früher IGTV, Stories schon lang eine große Rolle. YouTube hat die Shorts etwas später eingeführt, ist aber auch ein Bereich, der enorm boomt bei ihnen. Auch dort die Begrenzung auf bestimmte Videolängen, wenn sie allerdings beispielsweise auf YouTube eine bestimmte Anzahl an Stunden und Followern haben, dann glaube ich, dürfen die Shorts mittlerweile bis, korrigieren Sie mich, 3 oder 5 Minuten lang sein, aber es sind im Wesentlichen lauter kurze Formate. Das zweite, die ausführlicheren Videos und viele Videos in dieser Kategorie finden sich natürlich im Tutorial-Bereich, sind typischerweise Clips zwischen 15 und 25 Minuten und da geht es meistens um ausführlichere Anleitungen. Das sind auch Beiträge, die lassen sich nicht in der kurzen Zeit so darstellen. Sie kennen sicherlich von TikTok und anderen Plattformen Kurzrezepte, Fried Rice beispielsweise kann man gut zeigen in einer schnellen 30-Sekunden-Animation, wie man da die Zutaten in die Pfanne haut und wenn man genau zuschaut, kann man das vielleicht nachkochen. Bei Rezepten geht es ja noch, wenn sie jetzt herzeigen, wie man einen Pullover häkelt, wie das meine Gattin auf ihrem Kanal tut oder wie man ein Messer schleift oder solche Dinge oder geschweige denn, wie man einen Tisch baut, dann geht sich das nicht in einer kurzen Zeit aus und es sind meistens längere Tutorials. Das sind aber nicht Inhalte, die in der Regel so im Newsfeed konsumiert werden, sondern das sind eher Inhalte, die man sich anschaut, wenn man eben Anleitung für oder Inspiration oder was auch immer sucht und das sind halt auch sehr häufig Videos, die dann ja über die Suche zugänglich werden. Die meisten Influencer, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international, machen inzwischen beides. Wenn Sie sich die großen YouTube-Channels anschauen, da gibt es kaum mehr jemanden, der nicht auch kurze Shorts zu seinen ausführlicheren Videos produziert, weil natürlich diese Shorts gerade im schnellen Nutzungskontext ein recht TikTok-ähnliches Erlebnis sogar, wenngleich mit deutlich weniger Tanzanteil, beziehungsweise je nachdem, welche Channels Sie abonniert haben. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um auch Interesse für die langen Clips zu wecken. Das machen auch viele, dass sie die kurzen Videos verwenden, um eben ihre längeren Inhalte zu promoten. Ein spezifisches Thema oder ein spezifisches Problem, das wir bei Social Media Videos immer haben, so wie bei vielen Formaten, ist die Sache mit dem Screen-Format. Wir haben hier am Desktop ein 16:9 oder in den meisten Fällen zumindest in der einen oder anderen Weise ein Querformat und so etwas geht sich ja noch einigermaßen aus, aber wenn Sie sich jetzt ein Video, jetzt ist der Tag, an dem ich keine Videos finde, wenn Sie sich ein Video beispielsweise für Facebook oder für LinkedIn produzieren, dann müssen Sie sich überlegen,
mache ich ein Querformat-Video, so wie es der Jens hier tut, dann haben Sie hier am Desktop, geht es ganz gut, dann kann man auch noch groß machen. Am Smartphone, wenn jemand am Smartphone durch ein Newsfeed scrollt, dann sieht er das Video relativ klein dargestellt. Jetzt hat es sich etabliert oder ist es üblich geworden, je nachdem, welche Art von Videos man produziert, auch eben klassischerweise bei den längeren Tutorials, bei den längeren Anleitungen 16:9 Format zu verwenden. Für kurze Clips, wie gesagt, je nachdem, welche Plattform, bei TikTok, YouTube Shorts und Instagram sowieso vorgegeben. Die Hochformate, was die Produktion von der Videos nicht unbedingt einfacher macht, je nachdem, was sie aufnehmen, ist es manchmal natürlich möglich, in der Postproduktion eine Hochformat-Variante rauszuschneiden. In manchen Fällen wird es dann aber auch etwas schwierig. Sie wissen, meine Hauptplattform ist LinkedIn. Die empfehlen jetzt mittlerweile für Videos sozusagen als Kompromiss eben zwischen der Darstellung am Smartphone und dem Desktop ein ansonsten eher unübliches 5:4 Format, dann, damit man noch ein drittes Videoformat hat und etwas mehr Arbeit. Ein weiteres Spezifikum quer über alle Netzwerke ist auch, dass sehr viele Nutzer beim Ansehen von Videos den Ton nicht aufgedreht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht, weil sie in einem Großraumbüro sitzen, gerade den Kopfhörer nicht aufhaben oder eben an der vorher bereits erwähnten Haltestelle sitzen. Jetzt hat sich eine Sache auch sehr etabliert. Schauen wir uns einmal, zu den Shorts rüber. Da sieht man schon bei diesen Videos. Untertitel. Untertitel, die beim Video mitlaufen. Manchmal auch sehr, sehr prominent. Im Fall von YouTube ist es ja so, dass aus Accessibility-Gründen ohnehin automatische Untertitel erstellt werden. Die sind aber relativ klein und die aktivieren auch nicht alle. Bei den meisten Social-Media-Videos, bei den meisten kurzen Clips gehen die Leute so vor, dass sie mehr oder weniger prominent die Titel auch direkt in das Video reinrendern. Man hat, kurz gesagt, einfach den Sinn, dass auch Personen, die das Video ohne Ton zu Gemüte führen, so zumindest die Hauptaussage aus diesem Clip entnehmen können. Also wie gesagt, typisch relativ kurze Länge, relativ komprimierte Darstellung. Die meisten gängigen Empfehlungen werden Sie finden so 30 bis 60 Sekunden oder längere ausführliche Tutorial-Videos. Untertitel sind ein ziemliches Muss und ansonsten gilt für gute Videos natürlich auch genauso das, was für Social-Media-Inhalte generell gilt. Erfolgreich sind Videos dann, wenn das Thema, das sie behandeln, relevant für ihre Zielgruppe ist. Da gibt es, auch das habe ich bereits erwähnt, je nach Plattform ganz, ganz unterschiedliche Motivationen bzw. Nutzungskontexte. Wenn ich auf eine Veranstaltung muss, wo ich gezwungen bin, eine Krawatte zu tragen, mir schon lange keine mehr gebunden habe und ich beginne auf YouTube rumzusuchen, dann, wenn ich es eilig habe, werde ich schauen, dass ich ein einfaches, schnelles Krawattentutorial finde. Wenn mir am Abend Fahrt ist, weil Frau gerade mit ihren Freundinnen unterwegs ist und im Fernsehen so wie immer natürlich nichts läuft und ich schaue auf TikTok oder YouTube Shorts, was auch immer, dann werde ich mir eher berieseln lassen wollen. Und je nachdem sozusagen, welche Aufgaben oder welche Content, welche Zielgruppe ein Video optimiert ist, ist natürlich die Leitlinie für die Erstellung. Unabhängig davon, und das ist noch ein Thema, glaube ich, das eine besonders große Rolle im Social-Media-Bereich spielt, ist natürlich die Frage, wenn Sie beispielsweise für ein Unternehmen eine Company-Page betreuen, wenn Sie Ihre eigenen Social-Media-Kanäle betreiben, lohnt sich der doch beträchtliche Aufwand eines Videos im Vergleich zu beispielsweise einem Foto? Es gibt unterschiedliche KPIs, Key Performance Indicators, anhand derer man den Erfolg von Social-Media-Kampagnen, von Social-Media-Kanälen beurteilen kann. Einer, der im Unternehmenskontext, speziell beim Reporting an den Vorgesetzten, meistens eine große Rolle spielt, ist die Reichweite. Reichweite per se kommt immer darauf an, wenn Sie ein sehr, sehr breites Produkt verkaufen, wenn Sie eine neue Zahnpasta bewerben wollen, dann ist viel Reichweite, wenn es eine Zahnpasta ist, die sich an
breite Käuferschicht richtet, macht das vielleicht Sinn. Bei spezifischen Produkten geht es natürlich nicht bloß um die Reichweite, sondern auch darum, die richtigen Personen zu erwischen. Wenn man es rein aus Sicht der Reichweite betrachtet, ist es quer über die unterschiedlichen Plattformen, egal ob das jetzt das Facebook-Universum, LinkedIn ist, Twitter oder andere, werden Videos im Vergleich zu anderen Inhalten nicht per se bevorzugt behandelt. Bei YouTube, TikTok stellt sich die Frage klarerweise nicht, da ist Video sowieso die Voraussetzung, die Plattformen zu nutzen. Aber wenn ich jetzt einen Instagram-Account betreibe, wenn ich eine Facebook-Page betreibe, wenn ich LinkedIn-Page betreibe oder LinkedIn-Account, zahlt es sich dann aus, Videos zu machen. Wie gesagt, nicht aus Gründen der Reichweite, aber die Stärke, die Hauptstärke, würde ich sagen, in der Social-Media-Kommunikation von Videos liegt vor allem in zwei Bereichen. Zum einen fällt in der digitalen Kommunikation natürlich ohnehin sehr viel weg. Wenn Sie ein Zoom-Meeting oder einen Livestream vergleichen mit einem persönlichen Treffen, da haben Sie sehr viel weniger Körpersprache, sehr viel weniger Gestik. E-Mail ist natürlich noch viel eingeschränkter. Von den Kommunikationsmöglichkeiten, die uns online zur Verfügung stellen, liefert Video noch das vergleichsweise kompletteste Bild einer Person. Und es ist, weil natürlich das Grundinteresse an den Personen, mit denen wir es zu tun haben, ein sehr starkes ist, können Videos im Rahmen einer Personal Branding Strategie ein sehr, sehr wichtiges Element sein. Ich will mit jemandem zusammenarbeiten, im Kontext von LinkedIn beispielsweise, da kann es auch sehr spannend sein, die Person mal zu sehen und eben zu hören, wie spricht die oder der, wie ist er oder sie drauf. Das ist die eine Komponente. Die zweite: Video ist natürlich sehr gut geeignet, um Dinge herzuzeigen, die man schwierig beschreiben kann. Ein Klassiker: Krawatte binden. Das hängt jetzt davon ab, wiederum, manche Personen bevorzugen Bild-für-Bild-Anleitungen, andere schauen sich lieber ein Video an, das hängt eher von den persönlichen Präferenzen ab. Aber denken Sie an bestimmte komplexe Produkte. Sei das jetzt im technischen Bereich, sei es ein Fotostativ oder ein Zelt, das kann natürlich sehr, sehr interessant sein, dieses Produkt in einem Video herzuzeigen, weil es ein besseres Bild liefern kann als eine Bilderserie. Genau dasselbe gilt natürlich für ganz, ganz viele Erklärformate. Wenn Sie beschreiben, wie Sie einen Tisch bauen wollen oder wie man einen Tisch ohne Schrauben baut oder irgend so ein Holz-Nerd-Thema, dann wird das Ganze natürlich sehr, sehr schwierig werden. Wenn Sie das textlich beschreiben müssen, sehr schwierig so etwas zu übersetzen. Bilder können helfen, es gibt ja auch viele Anleitungen, die auf Bildern basieren, aber Video zeigt das Ganze natürlich nochmal sehr viel besser her. Das heißt, diese drei Anwendungsbereiche, würde ich mal sagen, sind so die Hauptmotivationen oder sind einer der Gründe. Und bestimmte Formate, Gesprächssituationen kann man natürlich auch sehr schön über Videos abbilden. Wenn man sich ansieht, die Video als Teil von Social Media Inhalten, als Teil der Social Media oder der Content Strategie von Unternehmen, dann muss man unterscheiden zwischen vorproduzierten und anschließend hochgeladenen Videos und einem Format, das mittlerweile auch sehr große Popularität erlangt hat, nämlich den Livestreams. Aus der Fernseh-Ära, der ESC, vielleicht haben den einige von Ihnen mitverfolgt. Ich konnte an diesem Abend nicht und haben dann im schnellen Durchlauf nochmal nachgeschaut, kurz im Anschluss. Die Magie von Live-Events kennt man natürlich aus Fernsehzeiten, das war immer was ganz Besonderes. Livestreams sind sozusagen die Übertragung ins Internetzeitalter mit dem typischen Unterschied, man braucht keinen Fernsehsender dazu, es reicht vergleichsweise simple Infrastruktur. In der Beginnzeit, vorhin erwähnte 1993, das Konzert von Severe Tire Damage, da war Videostreaming noch unfassbar kompliziert, technisch aufwendig und es gab wenige Leute, die in der Lage waren, das Ganze überhaupt empfangen zu können aufgrund ihrer Internetzugänge. Das hat sich mittlerweile komplett geändert. Es gibt zum einen dedizierte Streaming-Plattformen, so wie Twitch, auf dem Sie gerade die Vorlesung verfolgen.
Twitch wurde auch von einem Team gegründet, das vor allem aus dem Gaming-Bereich kommt, das in der Gaming-Szene sehr populär, wurde dann vor einigen Jahren von Amazon gekauft und es gibt mittlerweile Gaming, also Live-Übertragungen, Play-Alongs sind immer noch der Hauptteil der Inhalte. Es gibt aber auch sehr viele andere Sendungen von Koch- und Bastelshows bis zu Talkshows und offenbar Universitätsvorlesungen. Neben Twitch gibt es noch einige andere Plattformen, die sich komplett auf Streaming konzentrieren, aber auch alle großen Social-Media-Plattformen, fast alle großen Social-Media-Plattformen bieten inzwischen auch native Streaming-Möglichkeiten an. Facebook waren auch hier einmal mehr die ersten, die Livestreaming für alle Nutzer ausgerollt haben. Bei YouTube gab es das zuerst nur für die großen Content-Creator, mittlerweile ist es auch dort möglich. TikTok bietet ebenfalls Livestreams. Ich glaube, wie gesagt, Zahlen merken nicht meine große Stärke, kann man aber googeln im Zweifelsfall. Ich glaube, ab 1000 Followern, bitte korrigieren Sie mich, kann man auf TikTok Livestreams starten. Und der Reiz eines Livestreams liegt natürlich in weniger jetzt, so wie beim Europäischen Song Contest, darin, dass man eine Mega-Veranstaltung live übertragt oder dass man irgendwas übertragt, das ohnehin passiert. Das kommt auch vor. Die Europäische Union streamt, oder die Europäische Kommission streamt ihre Pressekonferenzen mittlerweile alle live. Das machen einige Unternehmen. Der Hauptreiz eines Lives im Social-Media-Bereich liegt natürlich in der möglichen Interaktion mit der Streamerin bzw. mit dem Streamer. Und da sind wir wieder beim Thema Community. Live-Streaming-Formate sind in den meisten Fällen nicht unbedingt notwendig, um die Information zu transportieren, die sie transportieren. Wenn Sie sich Livestreams mal anschauen, das könnte man in den meisten Fällen genauso gut über vorproduzierte Videos abwickeln. Aber das Interessante an Livestreams ist eben, dass es sich um ein interaktives Format handelt. Genau wie hier auf Twitch finden Sie auch auf den anderen Plattformen, YouTube oder wo auch immer, den Live-Chat. Und je nachdem, kann dann eben der jeweilige Streamer Fragen beantworten, mit dem Publikum diskutieren, und das macht diese Formate natürlich sehr, sehr attraktiv. Interessanterweise war tatsächlich Gaming bzw. Game Streaming ein ganz, ganz starker Treiber oder Motivator für die Entwicklung dieser Infrastruktur oder dieser Plattformen. Ich habe früher recht viel Computer gespielt, nie mit irgendwelchen professionellen Ambitionen, so wie es heute ja viele machen. Habe dann irgendwann aufgehört vor langer Zeit damit, nachdem ich sowieso genug Zeit vor dem Bildschirm verbringe, und war dann recht überrascht, als ich so mitverfolgt habe, wie die ersten großen Streamer, PewDiePie, der Schwede, ist nach wie vor einer der populärsten Gaming-Streamer, wie erfolgreich die sind. Und haben wir immer gedacht, naja, es ist Computerspielen, verstehe nur den Reiz, aber anderen beim Computerspielen zuschauen, das muss ganz schön fad sein. Und dann habe ich, wie man das natürlich immer machen muss als bei teilnehmender Feldforschung, habe ich begonnen, mir einige dieser Streams anzuschauen und habe dann sehr schnell verstanden, worin der Reiz liegt, weil PewDiePie beispielsweise oder eigentlich alle großen Game-Streamer, da geht es ja natürlich nicht nur darum, dass man denen beim Spielen zuschaut, sondern die sind sehr gute Entertainer, sage ich mal, liefern Insider-Informationen zu den Spielen, teilweise, die sie auch von den Herstellern kriegen, moderieren das Ganze sehr, sehr unterhaltsam. Und dazu gibt es natürlich noch immer die Interaktion mit der Community. Sehr, sehr populäres Format. Auf TikTok hat sich durch die Livestreams ja wiederum eine eigene, kann man geradezu sagen, Creator-Economy entwickelt. Es ist durchaus, bei TikTok kann man den Streamern, während man ihren Livestream zusieht, eben Kleinbeträge, Geld zukommen lassen. Da gibt es mittlerweile auch einige Personen, die davon leben. Natürlich hat zwangsweise, weil ja Veranstaltungen, Konzerte und alles in der Art weitgehend nicht möglich waren, die Corona- oder die Covid-Phase Streaming insgesamt zu einem gigantischen Boom verholfen. Es gab sehr viele Konzerte, Kulturveranstaltungen, die eben aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen nur über Streams übertragen werden konnten. Das hat sich jetzt, wo man Musik wieder face-to-face live genießen kann, natürlich auch wieder sehr stark
normalisiert. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal diesen Corona-Peak weglässt, sieht man in den letzten Jahren ein sehr, sehr starkes Wachstum, das auch anhalten wird. Interessant ist, dass im Durchschnitt, und da sind wir wieder bei dem Thema kurze Videos, Livestreams im Durchschnitt 10 bis 20 Mal so lange angesehen werden wie Non-Live-Videos, also wesentlich längere Retention-Time. Ich habe Ihnen vorher ein paar der frühen populärsten Videos gezeigt. Bisher der meist gesehene Livestream war die Übertragung vom Coachella Festival 2019. Den haben online knapp 83 Millionen Personen verfolgt. Relativ großes Konzert, kann man sagen. Analysten schätzen, dass sich der Video-Streaming-Market oder der Umsatz des Video-Streaming-Markts bis 2028 auf 230 Milliarden Dollar steigern wird. Auch eine sehr beeindruckende Zahl. Und wie gesagt, zwischen April 2019 und April 2020 gab es einen enormen Wachstums-Peak, aber den kann man natürlich Covid-bedingt nicht ganz ernst nehmen auf längere Sicht. Die Art und Weise, wie Livestreams konsumiert werden, beeinflusst natürlich ganz, ganz drastisch die Konsumation von linearen Fernsehen. Sie haben es vermutlich mitbekommen, es gab jetzt vor kurzem in Österreich den Launch einer neuen Streaming-App, Join heißt die, ein Joint Venture sozusagen, eher ungewöhnlich zwischen 7One Media, ORF und ich glaube, es sind noch einige andere Anbieter dabei, also eine App, über der man alle oder so gut wie alle österreichischen Streaming-Inhalte abrufen kann. Sich fragt medienökonomisch, warum sollte 7One Media da mit ORF zusammenarbeiten. Die Idee ist natürlich auch sozusagen ein attraktives Angebot zu schaffen, um sich auch gegen die Konkurrenz von Netflix und Co. zu schützen. Das ist vermutlich eine gute Idee, denn bis zum Beginn des Jahres oder bis zum Ende des ersten Quartals 2023 haben bereits 25%, das ist ein Viertel aller US-Haushalte, ihre Kabelfernseh-Abos gekündigt. Die verwenden eben nur mehr Netflix, Disney, Amazon Prime und so weiter. Wenn man es mal gewohnt ist, und das sieht man bei Jünger, die Seherinnen, desto stärker, die mit dem aufgewachsen sind, wenn man nicht lineares Fernsehen, wenn man Streaming mal gewohnt ist, dann gibt es wie gesagt immer noch die Attraktivität eines Livestreams, aber eigentlich keinen Grund mehr, Fernsehen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu schauen. Auf Mobile Devices, und sie ist wiederum über die US-Statistik, schauen Personen im Durchschnitt 16 Minuten Livestreams pro Tag. Das ist natürlich sehr, sehr große Variationsbreite in dieser Statistik. Und am Desktop werden da 7 Minuten pro Tag konsumiert. Also durchaus relativ relevanter Anteil unserer Gesamtvideokonsumation. Qualitativ ist das Ganze mittlerweile eher keine große Herausforderung, was bei Live-Video-Streams auch dazu kommt. Die technischen Voraussetzungen, brauchbare Webcam, entsprechendes Mikrofon, idealerweise Lichtanlage und vielleicht Greenscreen oder so. Auch das samt und sonders eigentlich Technologien, die, ich würde sagen, bis vor 10, 15 Jahren eigentlich nur in entsprechenden professionellen Fachhandel und zu entsprechenden Preisen zu bekommen waren, kriegt man dank der vielen, vielen Gaming-Streamer mittlerweile eigentlich eine, ich würde sagen, professionell taugliche Streaming-Anlage zum Preis eines, es kostet weniger als ein UHD-Fernseher. Also auch hier die ökonomischen Einstiegshürden deutlich, deutlich gesunken. Im geschäftlichen Bereich spielt Videostreaming ebenfalls eine große Rolle. Bereits 2020 sagten in einer Befragung von Gartner 55% der Unternehmen, dass sie Social Media oder dass sie Video in ihrer Social Media Kommunikation nutzen. Sie wissen auch sozial erwünschte Antworten. Da sind sicherlich viele Unternehmen dabei, die einmal ein Video gepostet haben und sagen, ja, wir nutzen das und nicht sehr viel machen. Aber der Trend in Richtung Bewegtbild Inhalt, den sieht man natürlich auch im B2B-Networking. Ist auch kein Zufall, dass auch LinkedIn als Business-Plattform vor mittlerweile, glaube ich,
ja, vier Jahren Livestreaming eingeführt hat. Wie gesagt, Videoinhalte, Bewegtbild sind sicherlich kein Allheilmittel, aber dort, wo man entweder sich selber präsentieren möchte, wo man komplexe Produkte herzeigt, wo man Formate in Richtung Q&A oder Anleitung geht, präsentiert, da ist Video natürlich mittlerweile das Mittel der Wahl. Zum Abschluss, ich habe es Ihnen zu Beginn angekündigt, noch ein kurzer Blick, ich werde Ihnen das auch verlinken, dann können Sie sich das selber zu Gemüte führen. Die populärsten, meistgesehensten YouTube-Videos Stand Mai 2023, die Liste da in der Wikipedia wird immer laufend aktualisiert, sind tatsächlich sehr, sehr musik-influenced. Das bis heute populärste Video, Baby Shark Dance, Bing Fong Baby Shark, eigentlich ein Kinderlied, hat mittlerweile knapp 13 Milliarden Views, wurde vor 7 Jahren hochgeladen und sitzt da unangefochten an der Spitze mit einem guten Drittel Vorsprung vor Despacito von Luis Fonsi und Johnny Johnny Yes Papa von den Lulu Kids. Und dann ist durchaus das meiste, was Sie in der Liste finden, Ed Sheeran, Wiz Khalifa und so weiter, durchaus professionelle Pop-Produktionen. Psy mit Gangnam Style, wie gesagt, das ist eines der ersten, glaube das erste Video mit mehr als 1 Million Views, auch noch immer gut dabei mit knapp 5 Milliarden. Und ich glaube, es gibt insgesamt aktuell 301 oder 302 Videos auf YouTube, die mehr als 1 Milliarde Views haben. Also auch hier an der Spitze die Luft relativ dünn und 2023 ist die Chance, dass Sie diesen relativ elitären Club angehören, nicht besonders groß, wenn nicht entsprechender Produktionsaufwand dahinter steht. Vielleicht zum Abschluss noch, ich bin sicher, dass einige von Ihnen ihn ohnehin abonniert haben. Wo haben wir ihn? Der Mr. Beast ist auch schon seit einigen Jahren der bei weitem größte YouTube-Channel. Wie viel Subscriber hat er? 154 Millionen. Ist ein junger Herr, der begonnen hat mit einem YouTube-Channel und der hat so gut funktioniert, er hat auch immer einen guten Riecher und ein gutes Gespür und ich glaube auch die richtigen Kooperationspartner. Und er macht einfach ziemlich irrsinnige Sachen, zum Beispiel I Paid a Real Assassin to Try to Kill Me, aber das Ganze sind keine brutalen Action-Videos, sondern sind immer auch relativ lustig gemacht. Er hat auch diese japanische Serie, diese Spielserie, hat er nachgebaut in echt. Squid Game in Real Life. Solche Videos macht er, die Produktion von einem Video kostet dann auch schnell mal recht viel Geld. Er schenkt auch gern Fremden $100,000. Das sind Sachen, die sich offenbar Leute gern anschauen. Und er ist natürlich mittlerweile keine Einzelperson, es steht schon ein Unternehmen dahinter, hat wesentlich mehr Follower als die meisten professionellen Fernsehsender auf YouTube und ihren eigenen Streaming-Angeboten. Das heißt, auch wenn der Aufwand, die Ressourcen, die Kreativität, um einen erfolgreichen YouTube-Channel zu launchen, relativ hoch sind, es ist möglich, man muss halt konsequent sein. Das ist etwas, das sich durch alle durchzieht. Ich glaube, Mr. Beast hat auch vor 11 Jahren begonnen und nicht vorgestern. Ansonsten, der Vorteil ist, viele durchwegs erfolgreiche Creator drehen ihre Videos mit dem Smartphone. Dass die ökonomischen Einstiegshürden so gering geworden sind, dass man keine professionelle Kameracrew braucht, auch um in diesem Bereich seine eigenen Inhalte zu präsentieren, das ist für mich persönlich nach wie vor eine der sympathischsten Seiten von Social Media. Creator Economy. Mehr Vielfalt, sicherlich bei dieser Menge an Videos, ist es auch wesentlich einfacher, sich seine sehr personalisierten Feeds zusammenzustellen. Ja. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Danke fürs Dabeisein. Video, Upload und Zusammenfassung folgen wie gewohnt in Kürze. Und wir sehen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Auf Wiedersehen.